Feuerwehr- und Rettungsdienst Bonn sind gemeinsam mit Einheiten des Technischen Hilfswerks und der DLRG hier im Bonner Stadtteil Rümsdorf im Einsatz. Grund dafür, in den frühen Morgenstunden sind drei junge Männer mit ihrem PKW in den Rhein gefahren. Glücklicherweise konnten die drei Insassen sich selber befreien. Wir müssen jetzt aber schauen, dass wir das Auto wieder aus dem Rhein rausbekommen. Und das sind wir jetzt gerade dabei. Das Fahrzeug ist gesichert mit Tauchern und technischem Gerät. Versuchen wir jetzt dann in Kürze das Fahrzeug wieder an Land zu bekommen. Thank you.
von Größe. FRA. Jetzt guck. Wartenschlange vorbei. Das ist das Auto von Adios. Das scheint wieder auf dem Dach zu liegen. Ah. Moin. Hi. Martin Haselbauer, Pressesprecher der Feuerwehr Bonn. Die Feuerwehr Bonn war gemeinsam mit Einheiten der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und des Technischen Hilfswerks hier in Bonn im Einsatz. Grund dafür war ein PKW, der ins Wasser gefahren war, an dem Fähranleger hier in Rümsdorf.
Die Insassen konnten sich glücklicherweise selber retten, sodass unsere Aufgabe darin bestand, das Fahrzeug zu sichern und im Anschluss zu bergen, was, wie man auch sieht, gelungen ist. Wir konnten das Fahrzeug mit einer Seilwinde, nachdem es von Tauchern gesichert und quasi angeschlagen wurde, ans Land ziehen. Mit wie vielen Einsatzkräften waren Sie hier vor Ort und wie lange hat der Einsatz jetzt ungefähr gedauert? Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bonn, Königswinter, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und des Technischen Hilfswerks konnten den Einsatz hier nach 3 Stunden letztendlich beenden.